Du warst all die Zeit ein treuer Begleiter, mein kleiner alter Toaster, voller Krümel, hast deinen Dienst super getan. Aber jetzt, Freunde, habe ich aufgewertet, extra für euch. Ich habe mir den Emerio XXL Sandwich Toaster geholt. Ja, nur für euch, weil die Videos euch Spaß machen. Mir Spaß machen, weil ich esse ja gerne Toast. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt in letzter Zeit. Warte mal, ich gehe mal so aus dem Licht raus. So. Und ja, es macht einfach Bock, einen Toast zu essen. Man kann relaxen. Es knuspert halt schön. Ja, all das, worauf man Bock hat, ne? Wenn man so frei hat oder einfach Feierabend. Was gibt's Geileres als ein Toast zum Feierabend, vielleicht noch ein Bierchen dazu oder so, oder ein Radler, oder in meinem Fall ein Monster oder sowas, oder ein Glas eiskalte Cola. Und ja, in diesem Video will ich das Ding einweihen. Ne, er steht hier in voller Pracht, da steht er. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht irgendwie vorher was machen. Ich habe ja auch schon einen Käse-Kochschinken-Toast vorbereitet. Das klappen wir zusammen. Ich hoffe einfach, es gibt keine Sauerei. Ich bin halt total unerfahren, was so ein Sandwich-Toaster angeht. Und dann, das muss jetzt wieder einhändig geschehen, habe ich hier was ganz Cooles. Mandelmilchcreme. Das müsste jetzt bei euch gespiegelt ankommen. Oder Milchmandelcreme, so rum. Ich versuche das jetzt mal mit einer Hand. Ansonsten, ja, seht ihr meine Handfläche. oder warte, ich habe eine Idee. Schön auf die Cam. So, jetzt könnt ihr ein bisschen meine Wampe begutachten. So, ich gebe das einfach mal jetzt hier rein. Und ich kann das auch live on Cam jetzt hier beschmieren. Warte mal. Das sieht halt nach nichts aus. Aber ich sag euch, Leute, das ist halt schon super lecker. So, es gibt bestimmt eine Sauerei, dass ich danach halt einfach sauber machen muss, aber das ist völlig egal. Hauptsache, es schmeckt, sage ich mal, ne? So. Denn ich will euch ja bei den wichtigen Sachen will ich ja nicht vorenthalten. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie vorher aufwärmen muss oder sonst was. Schau die Olga da jetzt einfach rein. Die Sandwich passen wie die Faust aufs Auge. Genau da rein. Ich hoffe, jetzt passiert kein Unglück, Freunde. Warte mal, ich guck mal. So, oh, ich glaube, das war laut. Warte mal. Ich will nämlich, dass ihr seht, dass das Ding dann auch angeht. Tada! So, jetzt warten wir einfach mal ein bisschen. Die Zeit nutze ich einfach, um euch zu danken. Es werden auf jeden Fall noch einige Sandwich-Videos kommen. Wenn ihr wollt, natürlich auch gerne mit dem alten Toaster. Ich werde mir da ein paar Sachen überlegen. Natürlich könnt ihr auch gerne Rezepte in die Kommentare schreiben. Ist ja nicht so, dass ich euch außen vor behalten will. Ansonsten will ich mich bei euch bedanken. Einfach dafür, dass die Shakes and Fidget-Videos so gut ankommen. Nebenbei, neben den hier Hauptbestandteil. Nein, natürlich nicht. Hier von den Toast-Tutorials. Sind mega cool. Ich habe so ein bisschen geguckt, die Konkurrenz ein bisschen beobachtet, Freunde. Zuchuk Toast ist, wenn man ein Toast-Tutorial eingibt, das am meist geschaute. Jetzt habe ich schon überlegt, soll ich auch mal Zuchuk Toast machen? Aber ja, eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich habe so, muss ich ehrlich sagen, noch nie Zuchuk Toast gegessen. Ja. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Ich warte jetzt hier, ich weiß nicht. Es wird auf jeden Fall warm.
Ich muss einfach warten. Ich glaube, ich klicke gleich einfach mal Pause. Kann ich? Ja, Pause kann ich machen. Und dann würde ich mich, denke ich, melden, wenn es fertig ist, so dass natürlich überhaupt nichts verloren geht vom Video. Ich denke mal, ich mache mal kurz Pause und sag mal, ja, bis sofort sagen ist doof halt, weil es geht für euch ja direkt weiter, aber bei mir sind es ein paar Minuten. Schauen wir einfach mal. Also macht man einen Schnitt. Der Timer ist fertig. Also es hat so einen eingebauten Timer, sodass ihr merkt, dass das Toast fertig ist. Richtig cool. Hat 22 Euro, glaube ich, gekostet und habe ich bei Amazon bestellt. Das wurde mit Amazon Logistics geliefert. Das heißt, in der Nacht habe ich auf einmal einen Status bekommen, wurde versendet oder ist im Versand. Und am nächsten Tag kam das direkt und ich habe das ja abends um 22 Uhr oder so bestellt, das Teil. Also richtig krass. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und das sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Hat auch schön hier eine schöne Riffelform. So, ich packe mir das jetzt mal auf den Teller. So. Die Toasts sind fertig und hier können wir es nochmal gucken. Ist natürlich nice, ist eine ganz andere Möglichkeit noch, weil der Käse schmilzt halt, wenn wir das mit dem Sandwich-Toaster machen. Ist halt mega nice und die Mayo da drin ist natürlich auch noch erwärmt. Dann habe ich ja hier noch die, ja, das Mandeltoast. Ich will aber auch gar nicht probieren, oder wann mal? Weil es ist halt mega heiß bestimmt. Boah, geil. Mega gut. Also, hat sich definitiv gelohnt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lohnt sich definitiv. 22 Euro ist Antihaftbeschichtung. Ihr seht ja, überhaupt nichts dreckig geworden. Mega gut. Ich lasse das jetzt abkühlen. Ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr das Ding bestellt für 22 Euro. Mega nice. Imerio oder Imero XXL Sandwich Toaster. Auf Amazon, wenn ich dran denke, packe ich den Link in die Videobeschreibung. Und da gönnt euch und immer dran denken, nehmt einen Toast und relaxt euch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, würde mich über eure Bewertung freuen und bis zum nächsten Mal.